Gute. Ich möchte also auch meinen Beitrag zu Carstens Aufruf leisten und auch mal meine Stendal-Pfeifen vorstellen. Die meisten meiner Pfeifen sind eigentlich Stendals. Das hat einmal damit zu tun, dass ich die klassischen Stendal-Shapes unwahrscheinlich schön finde. Und andererseits liegt das auch etwas in meiner, ja, manchmal Sammelwut begründet. Und zwar hatte ich mir mal auf die Fahne geschrieben, von meinen Lieblings-Stendal-Shapes verschiedene Finishes zu sammeln. Aber ich habe irgendwann festgestellt, das ist ein Fass ohne Boden und habe das dann eingestellt, beziehungsweise wenn ich mal wirklich über eine drüber stolper, dann sehe ich sie vielleicht an Land, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da wirklich mehr, noch auf die Lauer lege und den Markt abgrase nach Finishes, die ich noch nicht habe. Gut, ich fange mal an. Ich habe es mal hier vor mir ausgebreitet und jetzt durch den Karsten erstmal gesehen, was da noch so in meinen Schränken rumliegt, vor allem auch noch an ungerauchten Pfeifen. Ich fange mal an mit dem Shape 182. Ich habe jetzt die Danske Club einfach mal dazu genommen als zweite Marke von Stendal. Also das sind beides 182 Danske Club. Einmal in Polished, einmal die Vario. Das ist wahrscheinlich so ziemlich die günstigste Stendal, die man erstehen kann. Und dann, was bei mir auf jeden Fall dazugehört in die Sammlung, sind die Zebranos. Die gefallen mir einfach auch. Ich habe zuletzt schon mal gesagt bei meiner Restaurierungsaktion, dass dieser Zebrano-Ring immer ein bisschen aufquillt oder sich weitet. Ja, ist so, aber trotzdem gefällt mir das Finish einfach gut. Also, das wäre die 182 in Gesamtstrahl als Zebrano. Dann habe ich ja standardmäßig eine Royal Guard und als Estate zu mir gefunden hat eine Royal Silver mit eingesetztem silbernen S und Punkt. Und dann eigentlich meine beiden schönsten, weil ich das auch mit das schönste Finish finde, ist die Paul Stanwell Collection. Das ist einmal die polierte in Braun und einmal die Gesandtstrahlte. Die Gesandtstrahlte ist noch ungeraucht, die polierte war eine Estate. Ja, was jetzt noch fehlt in der Sammlung, ist die schwarze. Die habe ich bisher noch nicht, aber bei gegebener Zeit, denke ich, werde ich da auch nochmal dran kommen. Dann, Achtung, jetzt schlagt mich. Ich habe Stendal Brushed Pfeife. Da hängt sogar noch das Preisschild dran. Also, ich habe sie noch nicht geraucht. Das ist die 182 im Brushed Finish. Ja, es ist nicht sonderlich qualitativ hochwertig. Aber ich habe noch eine. Das ist die 236, heißt sie, glaube ich. Die Bornholm. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Sie raucht sich toll. Es mag keine qualitativ hochwertige Pfeife sein, aber sie raucht sich toll. So, ja, ein weiteres Shape, was mir sehr gut gefällt, ist die Cherrywood, die 207. Auch wieder hier Zebranos. Einmal poliert, einmal sandgestrahlt. Und dann, das war eine meiner ersten Estates, eine Relief. Und da hätte ich jetzt auch gleich mal eine Frage an die Fachleute. Die hat einen Messingring. Und alles, was ich heute sehe von Relief, die haben einen Aluring. Weiß jemand von euch, ist das eine ältere Serie? Sie hat allerdings schon ein Acrylmundstück. Das S war nur aufgestempelt, das hat sich mittlerweile wegpoliert. Würde mich mal interessieren, ob da einer was weiß zu dem Messingring. Dann habe ich die 207, die habe ich schon mal gezeigt in meinem ersten Video, glaube ich, in dem Finish Royal Black von Pfeifen Huber. Mit dem gleichen Finish, da kommen wir dann zu meinem nächsten Lieblingsshape, habe ich die 84. Von der 84 habe ich noch eine Silke Grün. Und ihr kennt sie mittlerweile, mein Pflegefall, Zebrano 84 sandgestrahlt. Ich sehe gerade, ich habe noch eine vergessen, mit der ich eigentlich anfangen wollte. Das war meine erste Pfeife. Vielleicht bin ich deshalb, fahre ich deshalb so auf Zebrano. Meine allererste Pfeife, eine 234 Zebrano poliert. So, weil ich gerade bei dem 84er Shape
war eigentlich sehr ähnlich oder ja, im Verlauf eigentlich genauso, auch das gleiche Mundstück, der Shape 252, nur dass der Kopf nicht Brandy-Glas ähnlich ist, sondern eben kugelig geschliffen. Und artverwandt ist die 251, auch noch Preisschild, also ungeraucht, Zebrano Sand. Und in der gleichen Form, die habe ich euch auch schon mal gezeigt, ich finde auch eines der schönsten Stanwell Finishes ist die Royal Prince. Die hatte ich damals bei Magna Falcom in Miltenberg günstig erstanden. So, ach ja, Shape 207, Cherrywood. Ich zeige gerade nochmal die 207 und dann zeige ich mal das Featherweight Pendant dazu. Also die ist wirklich deutlich kleiner. Das ist dann die, lass mich lügen, 245. So, und dann habe ich noch eine weitere Danske Club, auch eine meiner ersten Pfeifen, hatte ich auch schon mal gezeigt. Bei dem Preisvergleich 2004, 2011 eine 13 im Finish Vario. Und meine neueste, glaube ich, kennt ihr auch schon. Das ist die Nana Iverson in Dark Brown glatt. Ja, das war ein kurzer Überblick über meine 25 Stanwells. Ja, zu der 207 Relief würde ich mich freuen, wenn mir da einer was zu sagen kann. Ansonsten war's das. In diesem Sinne, ich wünsche euch was Gute.